Auf der Kieler Uni Live möchte ich Ihnen Umweltgeschichten vorstellen. Drei Geschichten möchte ich ganz kurz anreißen. Kurz nach 1200 ist auf der Osterinsel etwas ganz Ungewöhnliches begonnen. Die Menschen haben alle ihre Bäume und Gehölze abgeschlagen. Mehr als 16 Millionen Palmen. Jetzt waren die Böden nicht mehr geschützt gegen Regen und sie sind abgespült worden. Die Ernährungsgrundlage ist verloren gegangen. Wie haben die Menschen reagiert? Gab es einen Kollaps der Gesellschaft oder haben sie sich doch gerettet? Gehen wir nach Deutschland. Am 19. Juli 1342 ereignete sich ein ganz außergewöhnlich starker Regen. Die Flüsse schwollen an und auf den Äckern, die genutzt wurden, wurden die Böden abgespült. Und zwar vollkommen abgespült, sodass heute dort nur noch Wald wachsen kann. Viele Wälder in unseren Mittelgebirgen stammen aus dieser Zeit. Die dritte Geschichte führt uns nach Japan. Vor ungefähr 350 Jahren, als unsere Universität gegründet wurde, waren Nachttöpfe ganz begehrt. Sie wurden ganz oft gestohlen, nicht weil sie so wertvoll waren, sondern der Inhalt wurde manchmal mit Silber aufgewogen. Warum denn dieses? Antworten auf der Kieler Woche.